Steuergelder. Mein Name ist Olaf Bartels, ich bin Architekturjournalist und darf Sie im Auftrag der Firma Nieto begrüßen. Die Firma Nieto hat vor, das Grundstück in der Kölbestraße zu bekommen. Die Veranstaltung, die heute hier stattfindet, ist eine Informationsveranstaltung. Das eigentliche Bürgerbeteiligungsverfahren läuft parallel, wenn ich richtig informiert bin, noch bis Ende des Monats. Darf ich zu Ende reden? Nein! Okay. Dann gibt es noch ein weiteres Verfahren, und zwar ist es so, dass wir... Es gibt noch ein weiteres Verfahren, das ist ein formelles Eingabeverfahren für die... Entschuldigung, wollen Sie zuhören oder nicht? Wenn Sie die Veranstaltung stören wollen, dann funktioniert es nicht von vornherein. Das ist ja gut, wenn es nicht funktioniert. Seien Sie jetzt bitte ruhig, weil wir können sonst die Veranstaltung nicht machen. Die Bau könnte auch gleich lassen. Ihr seid zwei und hier gibt es noch eine ganze andere Formel. Da irrst du dich aber gewaltig. Ganz einfach. Da draußen sind auch noch Tausende. Also wer Einwände gegen das Projekt hat, sich auch noch an entsprechenden schriftlichen Verfahren beteiligen. Das ist die erste Information, die ich... So wie bei den Bubonen, gell, da hier lag Tausende. Die zweite Information ist die, dass der Weiß-Schmidt, der von dem Architekturbüro NPS Torwart... Ich glaube, wir fangen mal mit der Präsentation an. Herr Waldschmidt, wollen Sie es übernehmen? Und ich würde trotzdem darum bitten, genau zuzuhören, weil es einfach nicht darum geht, nur blind zu bebauen, sondern es gibt Alternativen, die vorgeschlagen werden. Keine Bebauung. Wir wollen das alles. Gut, aber ich versuche das mal. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, also ich habe die große Ehre, dieses Projekt hier vorstellen zu dürfen. Was? Mal kurz die Bestandssituation. Also die ist ja wahrscheinlich allen geläufig. Also das Grundstück hier, Friedrichstraße, direkt an der Spree. Oberbaumbrücke, Rohmühleninsel und der ganze Grünzug hier hinten rum zum Görlitzer Park. Gigant, gigant. Kennen wir. Hier ist Luftbild von der Spree. Schön. Und man sieht es. Ja, das fehlt aber alle schon geräumt. Was vorne an der Spree gelegen ist. Wie das ist Scheißbild von unserem Kiosk. Hier von der anderen Seite. Ihr könnt es auch einfach abbrechen. Wir versuchen euch zu informieren, was wir da vorhaben. Na, nicht gut. Wie wär's mit Erbrechen? Euer Grundstück. Vorne an der Spree. Dieser kleine Spreebalkon. Sind die momentane Situation hier vor allem Wasser? Ich bin echt begeistert. Und nach Westen geschaut zur Oberbaumbrücke und von der anderen östlichen Spreeseite aus. Sie stehen mit der Kamera vor dem Beamer, Entschuldigung. Bravo, bravo! Das ist leider sehr schlecht zu erkennen, also das ist das bestehende Planungsrecht, nach dem sofort gebaut werden könnte, also mit 39.000 Quadratmetern Bruttofläche. 30 Meter hoch dürfte dort sofort gebaut werden in einem Kerngebiet. Dort soll bis vorne an die Spree ist geplant, das ist das momentane Baurecht, ein Projekt zu errichten, bestehend aus einem 5-Sterne-Hotel. Und das ist das bestehende, Planungsrecht, nach dem sofort gebaut werden könnte. Das ist das bestehende Recht. Zeig dir mal an! Das bestehende Recht sieht so aus. Ja. Deswegen wollen wir ja das Planungsrecht ändern. Jetzt sagst du ja wohl alle, dass wir dieses Recht ändern. Und dafür schlagen wir drei Varianten vor. Nein, gar keine Bebauung!
die so aussehen. Wir wollen dort Wohnungsbau und einen Supermarkt errichten. Ja, den brauchen wir unbedingt. Mit jeweils offenen Fuß zum Wasser gewandt und einer öffentlichen Fläche vorne am Wasser. Und die unterscheiden sich da. So, also, ich zeig's euch kurz. Ich werde sowieso nicht verstanden. Also insofern ist es auch egal. Also das ist die erste abgestimmt wurde. Mach eine Therapie! Hey. Sieht dann von der Spree aus so aus, beziehungsweise von dort so? Nee, so sieht das nicht aus. Es sieht ganz anders aus. Ich denke es einfach durch, weil es sowieso keine wirkliche Informationsveranstaltung ist. Die würden wir euch gerne geben. Die Kamera ist schon wieder im Weg. Ist doch egal, wir wollen das nicht. Das sind erste Beispiele für Fassaden. Eine zweite Variante, die mit dem Senat abgestimmt ist. Ja, mit uns aber nicht. Das ist ja ganz egal. Es wird jeweils vorne am Ufer ein Streifen freigelassen. Ja. Der allerdings nicht zum Zelten dienen wird. Weiter Stadt! Hier eine dritte Variante, die recht ähnlich ist wie die zweite, mit einer Kindertagesstätte hier vorne. Wir haben noch eine vierte Variante. Wir haben schon eine Kita. Supermarkt hoch. In der Falkenstein mit Kita raus. Wo ist die vierte Variante? Und hier auch nochmal der Schnitt, alles in der normalen Höhe der umgebenden Bebauung. Ja, ganz normal, klar. Ja, super. Schön zugebaut. Nochmal die drei Varianten gegenübergestellt. Die Flächen brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht erläutern. Nee, ja, Herr Goldschmidt, vielen Dank für die Präsentation. Ja, danke, danke. Gibt es konkrete Fragen zu diesem Projekt? Ja, aber lass es nicht bleiben. Nein, es gibt nur Variante 3. Entschuldigung. Ich möchte jetzt wissen, wer wirklich Fragen an dieses Projekt hat. Jetzt mal nicht so autoritär da vorne. Wir können noch Fragen zu der Bebauung stellen. Okay, dort ist eine Frage, bitte. Wo sind die Ordner, die die entsprechenden Mikrofone verteilen? Die Dame dort hinten möchte was sagen. Zack, zack. Gibt es da konkrete Planung, wann das Projekt beginnen soll, wann es genau wann der Bau bzw. der Bau starten soll. Weil wir Besetzung anfangen können. In einem Stadion, wo der Bebauungsplan aufgestellt wird. Wenn der Bebauungsplan feststeht, kann die Detailplanung erst vorgenommen werden. Den genauen Zeitpunkt, wann das sein wird, kann ich heute nicht sagen. Wir versuchen in Diskussionen mit Ihnen ein Einvernehmen zu finden oder beziehungsweise Ihnen die Dinge vorzustellen, wie wir angedacht haben und bitten Sie, dazu konkret Stellung zu nehmen. Machen wir doch der genaue Zeitpunkt können wir zurzeit noch nicht sagen. Das ist eine Frage des Bebauungsplans. Der muss verabschiedet werden, der hängt nicht von uns ab, der geht durchs Abgeordnetenhaus. Das ist ein Prozess, der mindestens noch ein Jahr dauert. Nicht mehr in diesem Jahrhundert. Ich würde nur noch mal zur Information. Das, was hier vorgestellt worden sind, sind noch keine konkreten architektonischen Pläne. Das ist ein städtebaulicher Entwurf, und zwar ein städtebaulicher Entwurf in drei Varianten. Das heißt, es ist noch gar nicht klar, welche Art von dort, welche Sache dort gebaut. Was wollen Sie denn dann hier vorstellen, bitte? Zweite, was soll denn das? Okay, wir haben jetzt eine Verarschen Frage gestellt. Können wir uns doch alleine. Eine konkrete Frage stellen zu dem Projekt. Hinter Ihnen ist noch eine Dame, die fragt bitte. Ja, erstmal schönen Dank für die Informationsveranstaltung. Sie merken, wir sind alle sehr leidenschaftlich im Bezirk und wir sind nur eine ganz, ganz kleine Abordnung. Ich habe wirklich eine sachliche Frage. Es erscheint Ihnen hier vielleicht so, als ob das ein bisschen witzig sein soll, ist es eigentlich gar nicht. Deswegen will ich die Frage nochmal ernst stellen. Also die Leute, die bis jetzt auf der Kuhfriedbrache leben, leben dort nicht aus Jux und Dollerei. Wir haben hier in Berlin im Prinzip einen unglaublichen Wohnungsmangel. Wir haben hier Zwangsräumungen wegen Mieterhöhungen, weil das Shopcenter die Miete nicht erhebt, übernimmt, die der Mietspiegel vorgibt.
Der Mietspiegel ist gerade aktuell wieder gestiegen aufgrund von vielen Investitionen in dieser Stadt. Und auch wenn Sie der Meinung sind, das ist nicht Ihr Problem, sehen wir das anders. Wir sind der Meinung, dass die, die dort leben, es verdienen, in Wohnungen zu leben. Ein Kompromiss, um jetzt mal konstruktiv zu sein, wäre, dass Sie zusichern, dass dort Wohnungen entstehen, die im Rahmen der Sozialtransferleistung liegen. Damit könnten wir vielleicht einige legen. Natürlich auch eine Bebauung, die wesentlich geringer in der GFZ ist als das, was Sie da vorgeschlagen haben, weil wir brauchen auch die freie Fläche. Ringsherum sind nur Investoren, die mit Hochpreissegment die Kommodifizierung der Stadt, also alles kostet Geld, vorantreiben. Wir haben uns nicht das erste Mal bis jetzt hier gewehrt, um diesen Kiez für uns zu behalten. Und da geht es um mehr als um Ihre Interessen als Eigentümer. Es geht auch sowas wie um den sozialen Frieden. Die Presse titelte vor einem Jahr, bestimmen denn hier die Bewohner, was hier entsteht? Ja, richtig, die Bewohner haben hier die Tradition, darüber zu entscheiden, was entsteht. Und gerade weil wir in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sind, erwarte ich eigentlich von Ihnen, dass Sie mal Vorschläge machen, wie Sie in diesem Kiez sich benehmen angesichts dieser Probleme. Jawohl. Also konkret, wo sollen die Leute hin für den Raum hier? Die eine Frage richtet sich natürlich konkret an den Investor und ich denke, Herr Süskind wird zu der Frage, ob es sozial verträglichen Wohnungsbau dort geben kann, gleich etwas sagen. Ich möchte aber auch die Frage, die allgemein gestellt worden ist, auch an die Senatsbaudirektorin Frau Lüscher weiterleiten, weil das ja ein allgemeines Problem ist, was in Berlin besteht. Und vielleicht kann Herr Dr. Schulz als Bezirksbürgermeister für Kreuzberg auch was dazu sagen. Weil das Thema ja nicht nur das Grundstück betrifft, sondern den ganzen Kiez Kreuzberg. Aber zunächst mal, Herr Süskind, was ist dort vorgesehen, was sozial relevanten Wohnungsbau angeht? Schauen Sie, zuerst möchte ich sagen, dass ich die Situation, die Wohnungssituation, die diese Menschen haben, bedauere. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es bestimmte Probleme gibt. Doch, dies sind ist, Sie. Dies ist ein Problem, das sich in der Politik, dass sich die Politik für die nicht genügend in den letzten Jahrzehnten um den Wohnungsbau gekümmert hat. Okay. Nur mal kurz zur Information. Das Projekt, ein Fünf-Sterne-Hotel dort zu bauen, Es wäre doch schön, wenn Hallo, Sie mich mal ausreden ließen. Ja, okay. Wissen Sie, das Einzige, was ich dort bauen will, sind Wohnungen. Aber Sie sträuben sich dagegen, den Wohnungsbau überhaupt zu vorstellen zu lassen. Für welchen Preis? Entschuldigung, darf ich bitte mal versuchen, die Fragen zu koordinieren. Die Frau hatte noch eine andere Frage und ich würde gerne bitten, darum bitten, das zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses Projekt, ein Fünf-Sterne-Hotel zu bauen, gestorben ist. Auch das Projekt, dort Büros zu bauen, ist gestorben. Herr Waldschmidt hat dieses Projekt gezeigt, um das neue Projekt davon abzugrenzen. Dieses Projekt hat wesentlich weniger GFZ, wesentlich weniger Baudichte. Und es ist weniger als das, was dort geplant wird. Aber ich möchte jetzt gerne die Frage diskutiert beantwortet haben. Quadratmeterpreis. Ich würde gerne nochmal die Frage stellen, wie die soziale Wohnungsbausituation in Berlin angegangen werden kann. Frau Lüscher, ich meine, das ist allgemein gefragt worden. Wir haben hier vorne ein Mikrofon, bitte. Jetzt lassen Sie doch mal sprechen. Dialog heißt, dass zwei Leute reden und nicht Sie allein. Jetzt tut nicht so, als ob es euch um Dialog geht. Ihr braucht mit dem Finger schnipsen und schon habt ihr 10 Pressemikros am Mund. Wo ist die Dame, die die Frage gestellt hat? Ah ja, genau. Sie haben die Frage gestellt. Und Sie haben natürlich eine berechtigte Frage gestellt. Und auch eine ernstzunehmende Frage. Und eine Frage, die wir mit unterschiedlichen Mitteln zusammen mit den Bezirken versuchen zu bewältigen, sind schwierige Fragen. Wie kann es gelingen, dass wir die steigenden Mieten dämpfen können? Wie kann es gelingen, dass Zweckentfremdungen verhindert werden, weil die nämlich auch Wohnraum wegnehmen? Wie kann es gelingen, kostengünstigen Wohnungsbau zu machen? Wie kann es gelingen, neu zu bauen, so dass trotzdem der Quadratmeterpreis erschwinglich ist und nicht bei 10 Euro oder 9 Euro der Quadratmeter, weil das Bauen alleine ja schon solche Kosten ergibt. Und ich weiß, wir alle wissen im Senat,
dass ganze breite Bevölkerungsschichten sich natürlich nicht ein Mietzins leisten können, 10 Euro Quadratmeter, auch wenn die Wohnung noch ganz, ganz klein ist. Und darum brauchen wir eine Wohnungsbauförderung. Darum brauchen wir Instrumente, dass wenn auch ein privater Investor an einer solchen Stelle Wohnungen baut und die Kosten nun mal, die haben Erstellungskosten, dass man diese, ich sage jetzt mal, diese Differenz zwischen den Erstellungskosten, den Landkosten und der Grenze, dass man sich diese Wohnung eben leisten kann, dass die subventioniert wird, dass die ausgeglichen wird durch öffentliche Mittel. Immer dasselbe politische Schwätz. Immer dasselbe Geschwätz. Es ist einfach nur Geschwätz und keine Antwort. Ihr redet seit Jahren. Mit dem Finanzsenator. Nur Schwätzen, ehrlich. Wollen Sie mich zu Ende reden lassen? Nein! Ist doch nur Geschwätz. Nichts Konkretes, nur ich weiß. Das ist eine Frage, die auch in den entsprechenden politischen Dimensionen. Genau, und die Politiker sind nur mit wenig Kohle scheißegal. Okay, ich glaube, die Frage ist. Ich spreche gerade von einer sozialen Wohnungsbauförderung. Das hat herzlich wenig mit Kapitalismus zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun. Und wo ist der soziale Wohnungsbauförderung? Was habt ihr Politiker denn die letzten 10 Jahre hier gemacht? Das Ziel des Senats ist das Durchbruch. Schwätzer! Und in diesem Fall, wo wir einen Investor haben, der Wohnungen bauen will, 250 Wohnungen, um Geld und wir dieses Instrument noch nicht haben, dann haben wir wenigstens mit Möglichkeit, mit städtebaulichen Verträgen mit dem Investor auszuhandeln, dass er Infrastruktur finanziert, Kitas, die nötig sind. Und das hat er auch zugesagt, dass er einen gewissen Prozentteil der Wohnungen quersubventioniert. 6% oder 10%. Wow, 25 Wohnungen zu welchem Preis? Im Moment an dieser Stelle nicht passen. Nein, wollen wir das nicht haben? Ja, vielen Dank, Frau Lischer. Ich habe gerade noch Meldung gehabt. Hier war noch eine Frage irgendwie. Ich glaube, der Herr mit dem blonden Haar würde gerne fragen. Darf er jetzt mal seine Frage stellen? Meine Frage ist, aus welchem Grund überhaupt dort irgendwas gebaut werden muss? Weil er das so will. Kann es nicht einfach ein Platz sein, der für die Anwohner zugänglich ist, der frei ist, was man auch immer machen will? Dass er dieses Teil gekauft hat, das ist doch total frech, dass wir jetzt nicht mehr das machen können, was wir wollen an diesem Ort, nur weil irgendein so Typ diesen scheiß Platz gekauft hat. So. Okay, das ist... Ich kann hier nichts mehr sehen. Es gibt, das ist eine Frage. Du hättest ja auch kaufen können. Ich will es gar nicht behalten. Ich wollte aber bitten, dass wir eine Sache auf die Bühne schmeißen. Das hat irgendwie keinen Wert, wenn man hier jetzt. Doch, sieht cool, was sollen wir dann schmeißen? Okay, die Frage, die hier gerade gestellt worden ist, geht natürlich an den Bezirk, an den Bezirksbürgermeister. Herr Dr. Schulz ist da. Herr Dr. Schulz, warum ist es nicht möglich, dass dort... Pass auf, jetzt ist Park wieder der Senat verantwortlich. Ist es möglich, dass das Grundstück nicht bebaut wird? Soweit ich weiß, ist es schon lange in Privatbesitz, nicht erst seit das Grundstück von dort gekauft worden ist, sondern es ist lange kein öffentliches Grundstück mehr. Sehr hat der öffentlich. Bezirk oder vielleicht der Senat Danke. Die Möglichkeit, dieses Grundstück zu kaufen und dort eine Nutzung durchzuführen, die entsprechend dann einer allgemein vertretbaren Lösung zugeführt werden kann. Vielleicht können Sie was dazu sagen. So, wo ist Herr Dr. Schulz? Bitte. Also auf Ihre Frage hin, grundsätzlich könnte natürlich der Senat sagen, wir kaufen das Grundstück auf, wir wollen dort eine Freifläche machen, weil wir hochverdichtetes Gebiet haben, wir brauchen eine Grünfläche. Aber, das muss man auch hier deutlich sagen, das ist schon am Anfang gesagt worden, dazu müssen wir nicht Frau Lüscher überzeugen, sondern dazu müssen wir den
Obersten Kassenwart, den Finanzsenator. Wie immer. Er ist ja leider heute kann ja nicht eingeladen tun, die oberen Instanzen. Er kann ja zu jedem Thema fragen. Er sagt immer dasselbe. Die Stelle des Bremsen oder des Zusagens in Berlin ist, das wäre der Finanzsenator. Der müsste dann das Geld locker machen. Und ich glaube aber auch, dass es viele Argumente gibt, zu sagen, dass es einen der wenigen überhaupt noch überbaubaren Flecken hier in dem hochverdichteten Quartier. Und das möchte man sich als Freifläche sichern für die Bürgerinnen und Bürger. Ja. Aber ich sage Ihnen und euch, das wird kein leichter Weg sein. Ja. Dafür muss man dann wirklich kämpfen und Überzeugungsarbeit leisten. Und natürlich wäre es dann auch schön, wenn man von der fachlichen Seite dann auch von Frau Lüscher eine Unterstützung bekäme. Ja, und dann ja die will er nicht! Die schwätzt ja nur. Ich glaube, die Frage ist jetzt. Ein Hinweis nochmal: Nach meiner Kenntnis war das Grundstück immer privat gewesen. Nee, Senatsvorratsspeicher war das. Okay, gibt es noch Fragen, die jetzt ja konkret. Herr Bartels. Ich bitte noch mal ganz kurz um das Wort. Die Dame vorhin vorne hat eine sehr ernstzunehmende Frage gestellt. Und das ist die Frage: Es gibt Menschen, die brauchen günstige Wohnungen. Wir nehmen das Thema ernst, genauso ernst. Ich habe den Eindruck, als Frau Lüscher das gerade erwähnt hat, ist es vielleicht ein bisschen untergegangen. Wir sind bereit, einen gewissen Anteil der Wohnung mietpreisgebunden anzubieten. Wie viele? Also wie viele? Zu welchem Preis? Das ist natürlich eine Frage, die wir heute. Wir sind in diesem frühen Stadium dieses Bauplanungsverfahrens. Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, aber wir haben mit der Frau Lüscher bereits gesprochen und wir haben signalisiert, dass wir bereit wären, von dem Mietwohnungsanteil 10% der Wohnungen in dieser Preiskategorie zu machen. Und ich hoffe, dass Sie sehen, dass wir die Verantwortung als Eigentümer eines Grundstückes wahrnehmen. Überhaupt gar nicht. Vergiss es. Wir sind nicht ganz so korrupt wie die Baumafia. Wissen Sie, wir bemühen uns um den sozialen Belangen der Stadt gerecht zu werden. Ah, Hummel, Herr Uffe. Jetzt geht das weiter. Gut, Sie hatten noch eine Frage, bitte. Können wir ein Mikrofon haben? Ja, genau. Wir sprechen darüber, dass das Jobcenter die volle Miete nicht übernimmt. Warum ist das so? Das ist wegen solchen Gebäuden so, deswegen steigen die Mieten in der ganzen Umgegend, die Mieten steigen in der ganzen Stadt. Das schlägt zurück auf den Haushalt durch die vielen Sozialmieten und da muss man eine Bremse reinmachen. Das ist die Obergrenze für die Mietpreise, verstehen Sie? Und diese Obergrenze, die wird deswegen zu niedrig gehalten, damit diese Politik nicht voll zurückschlägt auf die Kassen. Und das bedeutet, sie muss niedriger sein, als es nötig wäre, damit jeder, der es braucht, eine Wohnung findet. Und das kommt durch solche Projekte und da hilft es nicht, 10% Sozialwohnungen einzusparen. Sondern da muss man über die Baupolitik, über die Wohnungspolitik, die muss man so machen, dass die Mieten von vornherein niedrig bleiben. Genau. Alles andere ist total unsozial. Also ich möchte das auch nochmal fortsetzen mit der Frage, die ist nämlich heute auch überhaupt nicht beantwortet worden und das sind aber für mich irgendwie, ist das erstmal die zentrale Frage, nämlich die, was ist mit den Leuten, die auf dieser Fläche leben? Ne? Wer trägt dafür die Verantwortung, was mit denen ist? Und das können nur Sie sein. Nur Sie können diese Verantwortung tragen, weil Sie sich das Gelände unter den Nagel gerissen haben und was anderes damit vorhaben, als die Leute, die dort wohnen. Und das möchte ich von Ihnen beantwortet wissen, was ist mit den Leuten, die da sind? Wie lange können die bleiben? Kriegen die andere Angebote? Kriegen die Möglichkeit, da wohnen zu bleiben, wenn sie das Projekt, was Sie hier vorschlagen, nicht gut finden? Was ist mit denen? Das möchte ich von Ihnen wissen, ganz speziell. Ja! Okay, das sind natürlich Fragen, die einerseits wir sonst nicht beantworten das kann, ist die so ich eine aber auch frühe Planungsfrage. Da müsste ich Sie auch nochmal zu fragen. Was passiert mit den Menschen, die auf diesem Gelände wohnen? Und was würde damit konkret passieren? Können Sie die Frage beantworten? Bitte sehr. Die Frage wurde doch dargestellt. Ja, die Frage kann auch da noch beantwortet werden. Ja. Ja, die kann auch beantwortet werden. Herr Schulz, sagen Sie bitte erst noch mal, was grundsätzlich in diesem Zusammenhang passiert. Na, ich vermute, dass Sie dann vor Ihrer Haustür demonstrieren werden. Ja.
Okay, vielleicht können wir von dieser Seite jetzt noch eine Antwort darauf haben, was passieren würde, wenn das... Langsam haben wir ihn mit unserem Humor nicht. Ja, ich verstehe Ihren Unmut, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie durch Verknappung von Wohnraum nicht Wohnraum schaffen oder wenn Sie die Preise einfrieren, vergraulen Sie nur die Investoren. Ja. Früher haben wir eine Politik gehabt der Verknappung. Da haben die Leute Schlange gestanden, um eine Wohnung zu bekommen. Ach, und heute ist es anders. Okay. Jetzt mal nach Neukölln, da ist die Schlange für die Niederlage. Unverschämtheit! Was soll ich denn werden? Ich habe keine Antwort von Ihnen bekommen. Hier kriegt man eh keine Antwort. Okay, da drüben war noch eine Frage. Der Herr mit dem weißen Hemd hatte eine Frage. Ja, ich wollte fragen wegen der Investoren. Investoren sind Leute, die Geld haben und mehr Geld damit verdienen wollen. Warum sollte ich davon ausgehen, dass die meine Probleme lösen? Ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist daran anschließend, welche Renditeerwartungen verknüpfen Sie konkret mit Ihren Vorhaben? Wie viel haben Sie bezahlt für die Fläche? Und was hoffen Sie, dass Sie in den nächsten Jahren rausholen? Ja, das ist eine Frage! Deswegen kann man da zu diesem Zeitpunkt schon was zu sagen. Das Projekt ist noch nicht konkret. Nee, ist zu früh! Können wir nichts sagen! Muss man erst mit der Löcher besprechen! Ja. Schauen Sie, das Projekt muss am Ende des Tages bei aller Sozialbindung auch rentabel sein. Ja. Das Wort rentabel gefällt Ihnen möglicherweise nicht. Ja, 20%, 10%, 25% bezahlt! Ohne ein kostendeckendes Projekt zu realisieren, wird es keinen Neubau geben. Super Idee! Wie viel verdienst du, Mann? Wir können da hinten bauen, es kostet gar nichts. Ich habe noch konkrete Fragen. Bitte. Wo ist die Antwort? Antworten! 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 Antwort! 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 Also, hier ist eine Antwort gegeben worden. Ja, klar! Also, ich sag mal. Sag mal, bist du Komiker oder Architekt? Wir können immer noch eine Antwort natürlich auf die Frage geben. Die Antwort war euch immer, wie sind wir nicht? Da drüben war noch eine Frage. Ich habe eine Frage. Ich würde gerne fragen, ich habe auch ein Mikro in der Hand. Wo ist der? Ich kann jetzt nicht sehen, wo die Frage ist. Ja, hier, hier. Könnt ihr bitte mal Ruhe haben, damit die Dame ihre Frage stellen kann? Ich würde gerne fragen, was wo und wie dieses Bürgerbeteiligungsverfahren ist, weil ich habe bisher davon noch nichts mitbekommen und wohne direkt dort angrenzend. Ja, das ist halt Bürgerbeteiligung. Hätte ich gerne einfach mal eine Vorstellung davon, worin das besteht, worin meine Beteiligung bestehen könnte. Dann würde ich gerne wissen, also es gibt im Internet diese Pläne und es gibt eine E-Mail-Adresse, an die ich mich wenden kann und das ist dann die Bürgerbeteiligung. Da ist meine Frage, bis Ende des Monats kann man da sich äußern, zu was kann man sich äußern, was kann man damit beeinflussen und vor allen Dingen auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass um diese Bebauung, die Sie machen möchten, brauchen Sie eine Veränderung des Bebauungsplans und wer entscheidet darüber? Vielleicht können wir das mit der Bürgerbeteiligung bitte hier vorne von der Senatsbauverwaltung beantwortet haben. Und nicht schon wieder. Wir brauchen hier ein Mikrofon, das ist trinken. Geht das schon an? Also das Verfahren ist ja schon vorhin. Das Verfahren ist vom Architekten schon dargestellt worden. Wir haben nach dem Planungsrecht einen gültigen Bebauungsplan, das ist dieses Kerngebiet. Und um diese Wohnbebauung jetzt hier zu ermöglichen, muss man ein neues Bebauungsplanverfahren durchführen. Das Gesetz sieht da mehrere Beteiligungsschritte vor. Wir sind im Moment in der sogenannten frühzeitigen Bürgerbeteiligung, die zurzeit läuft, ich meine, bis zum 28. Juni. Super! Das ist Bürgerbeteiligung!
wir machen es nicht immer so, weil... Also diese sogenannte frühzeitige Bürgerbeteiligung ist, das heißt, das Einholen der ersten Anregungen, deswegen auch die Vorstellung der möglichen Bebauungsvarianten. Sie können in diesem Verfahren über Internet oder bei uns im Hause am Kölnischen Park, können Sie schriftlich alles, was Sie zu diesem Vorhaben bewegt an Planen, können Sie einbringen, ob Sie jetzt für eine Bebauung sind, gegen eine Bebauung sind, was für eine Art von Bebauung. Sie haben also alle die Themen, die Sie hier auch vorgetragen haben, können Sie da einbringen. Ja, super! Genau, das ist voll. Nein, wir machen das auf zwei Arten, nämlich im Internet und auch bei uns, wie gesagt, im Hause. Ja, kein Internet. Und da können Sie dann auch mit den Kollegen... Wir kennen das schon vom Bürgerentscheid Spreeufer und den Tempelhof auch. Also die Möglichkeit ist vorhanden. Okay, da kommen wir mal vorbei. Ja, wir kommen vorbei. Hallo. Was hilft uns das? Ja, die Dame hat gefragt, was man da einbringen kann. Was bewirkt es, verdammt nochmal? Nämlich Milch. Was geht das auch mal gefolgt? Ich befreie mal den Herrn Kühn. Also, Sie haben richtigerweise gesagt, wie können Sie sich einbringen. Die heutige Veranstaltung versucht ja neben Internet und dass Sie bei uns im Haus vorbei können, dass mal diese Pläne vorgestellt werden vom Vorhabenträger, damit Sie auch Fragen stellen können, dass Sie vielleicht die Pläne auch etwas besser verstehen können, damit man sie erklären kann. Das ist Teil dieser Bürgerbeteiligung. Ja, weil wir alle zum Hochsender. Es wurde früher darlegt, ist so, Sie können morgen zu uns in den Kölnischen Park kommen und sagen, was Sie anderes wollen. Jetzt mal die Frage, was kann man umsetzen, ja? Sie können dort zum Beispiel sagen, wir wollen weniger Wohnungen oder wir wollen Wohnungen, die halb so viel kosten. Das können Sie natürlich sagen. Und was ist die Antwort? Die Frage ist, ob das umsetzbar ist. Es ist umsetzbar, wenn der Senat zum Beispiel gewisse Wohnungen querfinanzieren kann. Es ist vielleicht zum Teil möglich, wenn eine Wohnungsbaugesellschaft in diesem Vorhaben mitmacht. Wohnungen zu bauen kostet mal so. Man baut halt keinen Flughafen, sondern Wohnungen. Also wir können keine Fragen beantworten, wenn Sie alle durcheinander stehen. Ihr gebt doch eh keine Antworten. Ich habe noch keine Antwort gehört hier. Wir wollen halt kein Blabla. 80 Millionen für so ein scheiß Schloss. Bis jetzt hören wir hier nur Geschwätz. Eure Antworten sind nur Blabla. Es wird uns hier keine Möglichkeit der Einflussnahme geben. Das hat sie gerade gesagt. Genau. Vor allen Dingen, wir haben ja in den letzten Jahren, denken wir mal an das BMW Guggenheim. Auch das muss hier verschwinden, weil das hier im Kiez keiner haben wollte. Ja, also, richtig. Von der hier alle im Kiez wissen, dass wir das ablehnen. Sie wissen das auch, dass wir solche Planungen ablehnen. Also wir wollen uns ja nicht irgendwie erzählen lassen, dass wir uns jetzt hier beteiligen können. Wir haben schon längst gesagt, die Kuhle im Aare, nein, Aare. Und Sie waren den letzten Vorschlag, der dagegen steht. Wir haben keine Einflussmöglichkeit. Genau, wir wollten uns nur bequatschen. Ja, es ist richtig. Aber es ist schon mal so, dass wir in einer Demokratie leben. Und in dieser Demokratie gibt es ein Abgeordnetenhaus. Und am Schluss wird das Abgeordnetenhaus darüber entscheiden, ob hier eine Wohnungsbebauung startet. Und das Abgeordnetenhaus wird natürlich auch hören, dass ihr das nicht wollt. Wir wissen, was das Abgeordnetenhaus in den letzten 10 Jahren entschieden hat. Das ist so. Schauen Sie, dieses Grundstück ist ein privates Grundstück. Und dass Sie hier heute leben und wohnen und dass Sie aufgebracht sind, wenn Sie hier nicht mehr leben können,
Das verstehen wir alle. Aber es sind eigentlich auch scheißegal. Wollten, ja? Dann müsste das Land Berlin dieses Grundstück zurückkaufen. Herr Dr. Schulz hat das gesagt, man kann eine grüne Wiese daraus machen. Man kann bla bla bla. Aber es kostet viel. Und das Abgeordnetenhaus müsste das verschließen. Da müssen Sie ja verschwenden. Das ist leider die Frage. Ja, und wir kämpfen auch drum. Das wirst du ja sehen. Warum hören wir uns diese Geschwätz eigentlich weiter an? Schon mal in den letzten zwei Wochen auf der Kurve gebracht und hat sich irgendwas mal angeguckt, was da passiert ist? War irgendjemand von Ihnen mal persönlich da und hat sich die Gärten angeguckt oder die Menschen, die da leben, die sich aus nichts ein Haus gebaut haben? Keiner, ne? Keiner. Weil ihr alle euer kleines Modell zu Hause gebastelt habt und jetzt total stolz drauf seid. Okay, ich würde jetzt einfach nur bitten, noch mal Fragen zu stellen für Statements. Genug gehabt, oder? Können wir das jetzt mal organisieren, was da drüben? Wollt ihr fragen, wenn es keine Antworten gibt? Genau. Hallo. Sie dürfen Ihre Frage stellen. Ey, lasst uns doch einfach gehen, das ist doch Blödsinn hier, wir werden doch verarscht. Dass man nichts gegen die Wohnraumverknappung tun kann, wenn man keine Wohnung baut. Das scheint ja jetzt die aktuelle Maxime hier in Berlin zu sein. Überall sollen Wohnungen gebaut werden. Zum einen, weil man damit ganz toll Geld verdienen kann. Und zum anderen, weil es angeblich in den nächsten Jahren einen Zuzug von 200.000 bis 300.000 Menschen nach Berlin geben soll. Das ist jetzt zumindest erstmal so, womit die Stadt plant. Das ist eine mittelgroße deutsche Stadt, so eine Größe von Lübeck oder von Krefeld. Nun gibt es leider in Berlin aber keine Stadtentwicklungsplanung, die den Namen verdient. In anderen Städten wie in Hamburg ist es zum Beispiel so geregelt, dass die notwendige Wohnungsbebauung eben im Außen- und im Randbereich der Stadt stattfindet, und zwar geplant, außerhalb des Rings, da wo es Flächen gibt und wo eben keine Übernutzung von Flächen stattfinden. Und das findet hier nicht statt, das heißt, sie planen mit einer mittelgroßen deutschen Stadt ohne zusätzliche Parkanlagen, ohne Grünflächen, ohne öffentliche Spielplätze, ohne zusätzliche Kita-Plätze, ohne öffentliche Sportplätze. Ganz im Gegenteil, sie nehmen öffentliche Flächen weg. Und da wäre meine Frage an den Investor, wie stehen Sie dazu, dass Sie hier Freiraumverknappung betreiben wollen? Das sind so allgemeine Fragen, die als erstes natürlich Frau Lüscher beantworten muss. Oh nee, bitte nicht! Wohnungsbauprogramm in Berlin. Oh nee, nicht schon wieder dieses Gelaber! Bla bla! Bla 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 bla. Berlin wird wachsen, das ist so. Neue Bürger werden hier nach Berlin kommen. Und ich halte nicht viel davon, wenn wir das ganze Umland verbauen. Berlin ist bekannt dafür, dass wir eine gemischte Stadt sind. Alle kommen hierher, weil sie genau das lieben. Weil sie das lieben, dass wir am Wasser sind, dass wir Grünräume haben, dass wir wohnen können. Das Einzige, was kommt, sind so Spießer wie du. Kampf in Tempelhof. Alle verteidigen diese Freiflächen. Ja? Dort wollen wir die Ränder bebauen. Wir werden einen riesigen Park für 230 Hektar freilassen. An diesem Park werden wir Wohnungen bauen. Wer denn überhaupt will diese Wohnungen? Niemand will die Wohnungen hier. Wir müssen mehr Wohnungen bauen. Wohnungen im Grunewald, da ist genug Platz. Vor meiner Tür. Das ist merkwürdig, dass die Bevölkerung einfach mehr Freiraumlichkeit will. Ne? Das ist nicht eine Mentalität, in der wir sagen, wir freuen uns, wenn andere Leute in diese Stadt kommen. Viele von ihnen sind auch neu in diese Stadt gekommen. Das ist keine schöne Mentalität. Wir brauchen mehr Wohnungen, damit wir günstige Wohnungen haben. Und da müssen sie auch aushalten, dass es vor ihrer eigenen Haustür ist. 10 Euro pro Quadratmeter! Hier ist eine Frage. I speak in English because I don't speak German, sorry. But I want to say something really important. I'm here in Berlin from October. I'm doing something in Kuvri with other people, like garden-like houses. And I want to say only one thing, that for this fucking kind of project, I'm an architect. And I hate this kind of project. For this kind of project, in Turkish, there is the revolution. Yeah! In Turkish, there is the revolution. So
We have to make flyers. Yeah. We have to make a demo. Because it's not possible that Berlin is changing in this way. Berlin was different. There are a lot of spaces that are available. A lot of spaces that you can decolonize the store. Yeah. Nieto, go home. The fucking houses you can build in other space. Yeah. We don't need other houses. There is houses. There are houses. Yeah. So the prices are too high. Yeah. And the problem of the rent is becoming really, really important in this way. Yeah. And in this city. Also in other cities. For example, the one from I come from, like Rome. There is a big movement in Rome against this fucking shit. Yeah. Okay?